Pluto im Wassermann und das seit heute, 19. November 2024. Ich bin keine Astrologin, ich beschäftige mich hobbymäßig damit, weil es mich einfach neben meinen Interessen sehr stark interessiert und ich konnte durch das Studium der Astrologie sehr viel über mich erfahren. Und Pluto ist ein Planet, der sehr stark bei mir vertreten ist. Und zwar steht der direkt auf dem, also er sitzt auf dem Aszendenten. Deswegen habe ich eine starke plutonische Ader. Und als ich gehört habe, Pluto im Wassermann, was bedeutet das? Hat mich das sehr interessiert. Und ich denke, das ist, als ich dann etwas recherchiert habe, eine sehr interessante Konstellation. Und das würde ich gern einfach mal in meiner als Laie hier aufsetzen, damit man ein bisschen versteht, worum es hier geht. Pluto, wofür steht Pluto? Pluto steht für Macht und Ohnmacht. Es geht auch um Aufdeckung verborgener Wahrheiten. Er geht also in die Tiefe und es steht für eine tiefgreifende Wandlung. Ich hatte immer das Gefühl, mein ganzes Leben ist Sterbe-Werde-Prozess. Also der Pluto ist ein Transformationsplanet. Wofür steht jetzt der Wassermann? Wassermann, Innovation, technologischer Fortschritt, gesellschaftliche Veränderung und Revolution. Jetzt in dieser Kombination zusammen ist das der absolute Ruf nach Veränderung. Also eine ganz spezielle Konstellation. Pluto ist ein langsam laufender Planet, und wird jetzt für 20 Jahre, also im Wassermann, stehen. Eine lange Zeit. Das letzte Mal war er vor 226 Jahren dort. Also keiner, der noch lebt, hat das hier erlebt. Und daher ist es auch relativ schwierig zu sagen, wie der Einfluss von Pluto ist, weil er eben langsam läuft und wir eigentlich nur geschichtlich nachvollziehen können, worum es hier wahrscheinlich gegangen ist. Und man muss dazu sagen, wenn jetzt, wenn du dich wundest, der war doch jetzt erst gerade in Wassermann, ja, er war ganz kurz, ein oder zweimal, letztes Jahr, glaube ich, kurz im Wassermann, so eine Probelauf, aber das kannst du nachgucken, das wollte ich hier nicht aufführen. Worum es mir hier geht, wenn ich das anschaue, also Transformation, Macht, Unmacht, technischer Fortschritt, gesellschaftliche Veränderung, dann klingeln mir da einige Glocken. Zuletzt war Pluto im Wassermann von 1777 bis 1798, also vor 226 Jahren. Und wenn wir jetzt die Zeit da mal angucken, jetzt im Nachhinein, was ist da passiert? Unter anderem fand die amerikanische Revolution statt, und zwar von 1775 bis 1783, also eine enorme gesellschaftliche Veränderung, eine Revolution und führte dann zur sogenannten ersten modernen Demokratie. Dann gab es noch die Französische Revolution, etwas verschoben von 1789 bis 1799. Auch die Revolution hat die Machtstrukturen in ganz Europa durcheinandergewirbelt und die Gesellschaft aufgewirbelt und alles hat sich neu geformt. Es gab aber neben diesen Revolutionen auch andere, also die industrielle Revolution zum Beispiel, die Dampfmaschine, Eisenhütte, es gab ganz neue Produktionsmethoden, die auch für den Menschen zu großem Vorteil gelangt ist. Also wenn wir diese Dinge nun angucken und wir uns vergegenwärtigen, wo wir gerade stehen. Ukraine und Russland herrschen Krisenherd. Wir haben den Nahen Osten. Und wir haben gerade die amerikanischen Wahlen hinter uns, die sehr speziell waren und wahrscheinlich noch nicht das letzte Wort da gesprochen ist. Also wir haben Konstellationen, die sehr interessant sind, auch im Hinweis, wenn wir gucken, was vor 20 Jahren passiert ist. Und dann heute,
wenn wir jetzt angucken, dass es früher die industrielle Revolution gab, wo stehen wir mittendrin? Die künstliche Intelligenz. Mittendrin. Das geht nicht mehr weg, oder? Das wird immer stärker. Ich meine, Veränderung ist Teil unseres Lebens. Wenn wir uns nicht, unsere Zellen uns nicht immer verändern würden, wären wir tot. Und das meine ich wirklich physisch tot. Also Veränderung ist stetig. Wir können dagegen sein oder dafür, aber Veränderung findet statt. Und ich finde es gut, wenn wir positiv in die Veränderung gehen. Durch die ganze Geschichte, durch alles, was neu kam, gab es immer Leute, die dagegen gesprochen haben. Oder Flugzeug, das wird nie fliegen, das wird nie fliegen. Na toll, okay, gut. Heute finden Kriege in der Luft statt und nicht mehr am Boden meistens. Also das Flugzeug hat sich durchgesetzt. Aufs Automobil. Dasselbe in Grün. Was hat er da? Da habe ich mal was gelesen. Ich glaube, Kaiser Wilhelm II. Von Deutschland hat gesagt, das Automobils wäre eine kurzfristige Erscheinung. Irgendetwas so. Okay? Ich glaube, viele von uns fahren Auto heute. Kurzsynpflicht. Wie viele Menschen haben sich dagegen geweigert? Elektroauto jetzt. Wie viele reden dagegen? Es wird immer besser. Es wird immer besser. Und jetzt KI. Wie viel Geschrei? Natürlich, künstliche Intelligenz kann positiv oder negativ genutzt werden, aber alles. Strom genauso. Strom können wir nutzen, um Licht hier zu machen, um mich zu wärmen oder Mensch und Tier zu töten. Das ist dasselbe. Es kommt immer darauf an, wie ich die Dinge nutze. Geld dasselbe. Geld kann ich nutzen, um Menschen zu schaden. Oder um Gutes zu tun. Und genauso geht es bei dieser künstlichen Intelligenz. Und das fand ich sehr interessant zu sehen, wo wir stehen, gerade in diesen tiefgreifenden Veränderungen, die wir uns mittendrin befinden, wo es um Aufstieg geht, wo gehen wir hin, wo geht jeder persönlich hin, wo möchte ich mich hinrichten? Möchte ich eher in die Opferhaltung, in die Negativität oder möchte ich in die positive Richtung gehen? Und das hier, als ich das gesehen habe, das fand ich hoch speziell und interessant und faszinierend. Und ich bin gespannt, was uns die nächste Zeit hier erwartet. Ich finde vor allem, als ich das von mir erfahren habe, dass ich den Pluto direkt auf dem Aszendenten habe, hat mir das so viel weitergeholfen. Ich hab mich besser verstanden, weshalb bei mir immer alles so stark ändert und immer wieder hoch und runter und eben sterbe, werde, dann ist das wieder da und dann wieder nicht und jenes. Das hat mit diesen plutonischen Energien zu tun und Pluto, eben kann man diese Kraft, diese Macht und Ohnmacht kann man natürlich auch positiv und negativ nutzen. Horoskope im Allgemeinen, das ist ein Bild, das gezeichnet wird. Wie wir es leben, ist unser freier Wille. Ob wir ein Talent nützen, in welche Richtung wir es nützen, ob wir es positiv oder negativ nützen, das liegt an jedem von uns. Und genauso ist es mit dieser Konstellation, dieser Pluto im Wassermann. Also ich finde es hoch faszinierend. Jeder sollte hier mit viel Positivität und Freude in diese Veränderungen hineingehen. Wenn das bei verschiedenen Ländern zu solch tiefgreifenden Veränderungen führt, dass Diktatoren keine Chancen mehr haben, dass wir mehr wieder in die Menschenrechte gehen, wo um den Planeten geschaut wird, dann ist es auch eine wirklich positive Sache. Und Pluto steht ja auch für verborgene Wahrheiten aufzudecken, wirklich tiefgründig zu sein. Also hochspannende Zeit. Also wenn du mehr darüber wissen willst, google mal. Es hat sicher noch mehr YouTube-Videos. Ich finde das hochspannend. Und das wollte ich hier heute mal loswerden. Und wenn es dir gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du mal einen Daumen hoch gibst oder meinen Kanal abonnierst. Mir geht es hier darum, Interessantes zu verbreiten, was auch zum Positiven in dieser Welt beitragen kann.
Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.